Ja, ich grüße euch alle natürlich hier im Radio Lotusblüte, nicht nur im Radio, sondern auch im TV. Mein Name ist Sanara Angelika. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich denke, die meisten werden mich schon kennen. Und wir haben heute wieder mal einen Gast zu uns eingeladen. Einen sehr, sehr lieben Gast, muss ich wirklich sagen. Wir freuen uns immer sehr, wenn er hier bei uns wieder im Lotusblütenhaus sich einfindet. Reinhard Stengel. Und Reinhard, ich grüße dich erstmal ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Reinhard, ja. Du bist heute mit einem tollen Thema wieder mal zu uns gekommen. All deine Themen sind natürlich ganz speziell und ganz besonders erfahrungsreich. Und das heutige Thema ist ein sehr spannendes Thema. Ich sehe jetzt gerade auch das Buch dazu, da werde ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Ich halte es einfach schon mal so ein bisschen, ja? Magst du mal über das Thema, worüber wir uns heute unterhalten und es unseren Zuschauern, unseren Zuhörern näher bringen möchten, dann mal drüber reden? Ja, ich habe mich ja dazu entschlossen, nach meiner Geschichte, dass ich mich mit Seelenschamanismus befasse. Und Seelenschamanismus hat ja immer das Hintergrundthema, was bedrückt die Seele? Genau. Warum kann ich mich in meinem Leben nicht so entwickeln mit dem Potenzial, das ich besitze? Was hindert mich daran? Was für Aufgaben habe ich in meinem Leben? Wie könnte mein Leben aussehen? Aber ich kann mein Leben halt nicht leben, weil ich unglaublich viele Blockaden in mir besitze. Und meine Aufgabe, die ich mir selber als wirkliche Aufgabe gestellt habe und das natürlich auch in meiner Schule weiterbringe, heißt, die Seelen, die jetzt auf der Erde leben und den Weg zu mir finden, von diesen Blockaden zu befreien, den Seelen einen Weg aufzuzeigen, wie sie selber daran arbeiten können, um sich zu befreien, damit sie ihren Seelenweg richtig marschieren können. Natürlich eine tolle Aufgabe, Reinhard, und du machst es ja auch schon einige Zeit, denke ich mal, ne? Mehr als ein paar Tage, würde ich mal so sagen. Würde ich auch so sagen, ja. Und das ist natürlich etwas, du bist ja auch selbst für dich darin gewachsen. Ja, würde ich unbedingt sagen, dass ich natürlich an dieser ganzen Situation selber gewachsen bin. Mhm. Ich denke, nach 3 Herzinfarkten und nach der Diagnose Prostatakrebs vor 12 Jahren, war das für mich natürlich eine ganz gravierende Veränderung, wo ich dann von vielen Naturvölkern verschiedene Themen lernen durfte. Und dieses Thema natürlich, wie man zum Beispiel Flüche auflöst, wie man Schwüre auflöst, Gelübde, Gelöbnisse, die uns daran hindern, unseren Weg zu gehen. Und ich habe mich hier in diese Geschichte ganz tief in meiner Schule hineinversetzt, nach schamanischer Sichtweise, und habe dann auch dieses neue Buch geschrieben, Reise in die eigene Vergangenheit, um den Leuten die Möglichkeit zu zeigen, wie sie sich selber von alten Mustern befreien können. Das ist eine tolle Sache, und wenn man diese alten Muster in sich auflöst, ändert sich der Weg. Und so habe ich diesen Weg auch bei mir beschritten. Ich habe diese alte Muster bei mir aufgelöst und dadurch hat sich mein Weg verändert. Richtig, genau. Du bist praktisch zu deiner Berufung, du durftest sie richtig ausleben, deine Berufung. Könnte man so sagen, ja. Könnte man so sagen. Finde ich ganz toll. Anna, du hast hier uns ein Buch heute mitgebracht, ein Büchlein. Reise in die eigene Vergangenheit, alte Blockaden loslassen, neue Wege gehen. Das ist ja schon das, was du gerade eben auch angeschnitten hast. Jedoch, ich weiß, dass es auch sehr, sehr viel mit, ich sag mal, mit den Vornamen zu tun hat. Sprich, vielleicht, es ist nicht so ganz verständlich, ich sag mal, den Vornamen, den bekommt man ja irgendwann von den Eltern oder wie auch immer. Bei mir war es die Schwester, die mir den aufgedrückt hat. Und dann irgendwann waren noch Paten mit drin, dann musste ich da auch noch so heißen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, mir hat mein Vorname lange, lange nicht gefallen. Heute gefällt er mir mittlerweile. Was magst du dazu sagen? Ja, wir sollten hier vielleicht die Denkweise ein bisschen anders nehmen. Wir meinen immer, unsere Vornamen haben uns unsere Eltern gegeben. Oder unsere Patentanten oder Taufpaten oder wer auch immer da damit involviert wird. Nach schamanischer Sichtweise sucht die Seele, bevor sie inkarniert, sich ihren Vornamen selber aus.
weil sie aufgrund von jedem einzelnen Buchstaben des Vornamens, der eine gewisse Schwingung erzeugt, wenn er ihn spricht, und den Vornamen, die Buchstaben aneinandergereiht, die ergeben ein Resonanzfeld. Ah, ja. Und mit dieser Schwingung und diesem Resonanzfeld kann man Blockaden aus früheren Inkarnationen auflösen. Ich versuche dir da mal ein paar Beispiele zu sagen. Was auch vielleicht noch ganz wichtig ist, der Vorname hat eine Bedeutung. Und dazu gehören alle Vornamen, die wir haben. Die Nachnamen selber haben keine Bedeutung. Mhm. Nachnamen gibt es erst ungefähr so seit 500 Jahren. Deshalb hat für die Seele, für das Auflösen von Blockaden aus früheren Leben, die Nachnamen keine Bedeutung. Aha. Mhm. Ich versuche dir mal ein paar Beispiele zu sagen, wie man die Bedeutung sehen könnte in einem Vornamen. Beispiel, wenn du in deinem Vornamen ein I hast oder ein Ü. Dieser Punkt auf dem I oder dem Ü oder dem Ö zum Beispiel oder E, all diese Punkte symbolisieren, dass du in dir ein Potenzial besitzt. Der Punkt ist das Zentrum des Lebens. Mhm. Und wenn der Punkt auf deinem Vornamen ist, dann besitzt du ein Potenzial in dir, das du nicht in der Lage bist, aufgrund von Verletzungen nach außen zu leben. Das heißt, dieses Potenzial, das in dir schlummert, das wurde durch verschiedene Sprüche und Verletzungen in früheren Leben so in dir eingekeilt, dass du dein eigentliches Potenzial, ich sage immer der kleine Daniel Düsentrieb, der in dir schlummert, der kann sich gar nicht nach außen ausdehnen. Ah, das ja. ist der Punkt auf dem Namen. Beispiel könnte zum Beispiel sein, wenn man in deinem früheren Leben dir immer wieder, wenn du was Neues oder was Tolles gebracht hast, wenn man dir immer wieder suggeriert hat, so ein Scheiß, das kannst du nicht, das darf man nicht, das tut man nicht. Oder was dann natürlich auch noch ganz interessant ist, zum Beispiel gerade wenn man so diesen Zweifel hat, ob man gut steht in seinem Leben oder schlecht ist in seinem Leben, da gibt es ja auch dieses X wie beim Xaver, alle die ein X in ihrem Namen haben, die sind sich unschlüssig, wie sie stehen. Dieses Kreuz symbolisiert, wenn man das Kreuz mal dreht, da haben wir einmal die weibliche Energie und die männliche Energie. Ja. Und jetzt hat der Xaver ein Potenzial in sich. Soll er in dieser Inkarnation mehr das weibliche leben oder soll er mehr das männliche leben? Auch hier gibt es durch verschiedene Verletzungen in früheren Leben die Aussage, wenn du ein Mann warst, du kannst es nicht. Du schaffst es nicht. Schau dir mal deine Mutter an, wie die das macht. Im umgekehrten Schluss natürlich genau gleich. Genau. Und deshalb bringt er aufgrund von Verletzungen aus früheren Leben die Unschlüssigkeit, lebe ich die weibliche Energie, lebe ich die männliche Energie, bringt er das X mit, um das aufzulösen, um Klarheit in seinem Leben zu schaffen. Und hier kannst du ja oft sehen, bei Personen, die ein X haben, die sind manchmal so oder manchmal so mit ihren Gedanken, ja, vielleicht in ihrer Entschlussfähigkeit. Ja. Und deshalb kann man das über das X, nur so als Beispiel. Ja. Oder zum Beispiel, wenn wir das O nehmen, Oskar, Otto, alle, die ein O in ihrem Namen haben, das ist auch eine interessante Geschichte. Alle diese Personen waren in ihrem früheren Leben gefangen. Oh. Nicht gefangen in der Art eines Gefängnisses, sondern gefangen in Verpflichtungen. Beispiel, wenn sie beim Militär waren, als Berufssoldat, dann mussten sie gewisse Verpflichtungen erfüllen und konnten deshalb ihre Freiheit nicht leben. Oder wenn sie in einer großen Familie eingeschlossen waren und für die Familie sorgen mussten, kochen, putzen, nur Wäsche waschen, was so. Sie konnte auch nicht in ihrer Freiheit leben, weil sie ständig für die Familie im Verbund war. Und so gibt es viele Geschichten aus früheren Leben, wenn man als Dienstmagd angestellt war, wenn man Soldat war, wenn man im Kloster war, wenn man als Nonne war, egal was man getan hat. Ja, ja. Das O symbolisiert, dass du, dass deine Seele sich im früheren Leben immer gefangen gefühlt hat. Und nicht frei. So gibt es für jeden einzelnen Buchstaben eine ganz bestimmte Technik, wo man diese Blockaden auflösen kann. Also und das habe ich genau in diesem Büchlein beschrieben, wie man diese Blockaden, die wir mitbringen mit unserem Vornamen,
auflösen können. Wunderbar. Ja, wir werden das Büchlein natürlich auch noch im Radio Lotusblüte vorstellen und auch daraus mal ein oder zwei Kapitel, ich weiß nicht, wie es aufgeteilt ist, vielleicht mal lesen. Denn ich denke, das wird mit Sicherheit wieder sehr spannend. Ganz spannend ist die Namenslöschung da drin. Ja, das ist mir sicher ein ganz, ganz spannendes Thema. Zur Namenslöschung nochmal. Du sprachst jetzt gerade von dem O, sich gefangen fühlen. Kann man es auch so verstehen, dass man natürlich dann dieses Potenzial auch in hier und jetzt, in diesem Leben wieder so empfindet oder lebt? Selbstverständlich. Schau, du brauchst doch nur schauen, viele Leute fühlen sich in ihrer Freiheit wie gefangen. Sie stehen morgens auf, haben ein Ritual, dann gehen sie zur Arbeit, kommen abends todmüde nach Hause. Sie sind eigentlich ein Gefangener in der Beziehung zu dem Geld. Man sagt auch, in der Beziehung zum Geist des Geldes. Wenn du in unsere Gesellschaft schaust, schau mal den großen Teil unserer Bevölkerung an. Wie viele Menschen haben ein Thema mit dem Geld? Wie viele Themen gibt es um das Thema Geld? Wenn du an deinen Gehalt denkst, dann kommt Auto, Versicherung, Essen, Kleidung, Miete, Strom, Wasser, Urlaub. Es kommen tausend Themen dazu, die dich gefangen halten in diesem Potenzial Geld. Ja. Und da gibt es eben, oder ich will dir noch was Interessantes erzählen, was viele Menschen überhaupt nicht beachten. Stell dir mal folgende Situation vor, du hast in deinem früheren Leben ein Armutsgelübde abgelegt. Oh ja. Was ja viele Personen, die im Kloster waren, die als Mönch unterwegs waren, als Nonne, und dieses Armutsgelübde abgelegt haben. Auch diese Personen haben heute, die können noch so gut sein, die können noch so viel arbeiten, die können noch so intelligent sein, sie werden es niemals, niemals in ihrem Leben zu etwas schaffen. Mhm. Auch das ist eine interessante Geschichte, das kann man erkennen an dem Daumen. Mhm. Und das habe ich ja in meinem Fingerbuch beschrieben, dass man hier erkennen kann durch den Abstand an dem Daumen, ob jemand in seinem früheren Leben ein Armutsgelübde abgelegt hat. Muss das dann besonders lang sein oder besonders kurz? Wenn der Abstand hier zwischen diesem Knöchel und diesem Knöchel länger ist, wie der Abstand von diesem Knöchel zur Daumenspitze, dann ist es ein ganz klares Zeichen, dass man in seinem früheren Leben ein Armutsgelübde abgelegt hat. Ich mach's gerade mal. Bei dir dürfte das nicht so arg gravierend sein. Ich hab's nicht gemacht. Aber bei vielen Leuten ist es richtig gravierend, der Abstand. Ja. Und da kann man sehen, das sind auch Leute, die wirklich ein Thema mit dem Geld haben. Mhm. Und da möchte ich vielleicht bei dieser Gelegenheit auf ein Seminar hinweisen. Ah ja. Wir machen ein Seminar. Du kannst es ja gerade mal vorlesen. Genau, und zwar vom 9. bis zum 11.12. Das findet wo statt? In Schlangenbad. Ah ja, hier ist Schlangenbad, wo ist das? Bitte frage mich nicht, wo Schlangenbad ist. Ich war dort schon zwei oder dreimal. Aber da steht die Postleitzahl nicht in der Nähe von Frankfurt, glaube ich, sein. Dort also Schlangenbad Bärstadt steht hier auf jeden Fall. Postleitzahl sehe ich nicht. Man kann diese Adresse auch über meine Webseite. Das denke ich doch wohl mal, dass man das, dann muss ich ja sowieso dann anmelden. Da geht es einmal um das Geld, also Geist des Geldes und Geist der Beziehung. Ich denke, das ist ein hochbrisantes Seminar, wo man wirklich mal in diese Materie hineingeht. Ja. Dieses Seminar ist natürlich für Leute, die ein finanzielles Thema haben. Ja. Die ein Thema haben in der Beziehung mit anderen Personen, ein hochbrisantes Thema. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil in diesem Seminar lösen wir zum Beispiel Schwüre, Eide, Gelübde, Gelöbnisse, Versprechen, Verwünschungen auf, die wir aus früheren Leben mitbringen, die uns daran hindern, auch einmal die Beziehung zum Geld zu leben. Und was ganz interessant ist, auch die Beziehung zu sich selber zu leben. Darum nennen wir auch dieses Seminar das Seminar Geist des Geldes und Geist der Beziehung. Beziehung, ja. Wenn du dich in dem Punkto Geld richtig leben kannst und diese Blockaden auflöst und dann die Beziehung zu dir selber auflöst, die Blockaden. Beispiel, ich bin nicht gut genug.
Ja. Die anderen sind besser wie ich. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich versage ständig. Ich bin nichts wert. Auch wenn man hier die Beziehung verändert, dann steigt dein Selbstwertgefühl. Mhm. Wenn dein Selbstwertgefühl steigert, dann bist du dir bewusst, was du wert bist. Genau. Und dann bist du dir auch bewusst, dass du für deine Fähigkeiten, für dein Können, das du besitzt, auch dementsprechend belohnt wirst. Genau. Durch Geld. Und da gehört natürlich auch die Namenslöschung dazu, weil das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Ja, ja. Ich will dir mal nur ein Beispiel sagen. Ich war neulich, habe ich ein Interview gegeben bei dem Mutter-Kind-Kongress. Ja. Und hier ist es ja auch um das Thema gegangen, die Beziehung Mutter-Kind, die Beziehung überhaupt. Wenn wir uns mal bewusst machen, was wir während den ersten 9 Schwangerschaftsmonaten im Bauch der Mutter erleben, schon dort wird die Beziehung zu uns selbst blockiert. Ui. Ich versuche dir ein Beispiel zu sagen. Wenn dein Vater bei deiner Zeugung an seine frühere Freundin denkt, dann ist das deine energetische Mutter. Und du wirst zu deiner leiblichen Mutter niemals eine richtige Beziehung aufbauen können. Somit fehlt dir auch die Beziehung zu dir selber. Du wirst dich selber nie lieben. Weil in den Gedanken, in der Schwingung der Eizelle, immer das Thema drin ist, Frauen sind nicht gut. Dann habe ich ein Thema, ich bin nicht gut. Weil ich mit meiner Mutter nicht aufkomme. Und somit kannst du die Beziehung zu dir selbst nicht leben und du kannst später in der Beziehung zu einem Partner dein Herz nicht öffnen. Ah, wenn wir uns hier mal die Vorstellung machen, wie tief das Ganze geht, dann ist das eines der wichtigsten Seminare und eines der wichtigsten Bücher, die ich geschrieben habe. Oh ja, um sich selber zu befreien. Und das verändert dein Leben. Das möchte ich auch sagen. Also das ist ganz, ganz wichtig, vor allem dieses Seminar auch, ja. Gerade wo du es erklärt hast mit den Beziehungen, so habe ich das noch gar nicht so empfunden, nur es ist verständlich. Schau mal nach, wie viele Menschen eine Beziehung zu ihren Eltern überhaupt nicht leben können. Ja. Weder die Beziehung zum Vater, richtig, oder die Beziehung zur Mutter. Ja. Meistens geht es immer nur zu einem Elternteil. Ja. Und wenn man sich mal ganz klar bewusst macht, wo der Hintergrund steckt, und man löst diese Blockade, verändert sich dein Leben. Ja, das stimmt wirklich. Es ist gigantisch. Ich denke gerade mal so darüber nach, zu welchem Elternteil. Ich war natürlich Papas Prinzessin. Das war einfach so, mit meinem Papa konnte ich alles machen, den konnte ich auch im Finger wickeln. Meine Mama, die hat schon, meine Mutter hat immer wieder gesagt, wenn sie was wollte, dann mach du das mal. Jetzt wird mir auch vieles klar, Reinhard, warum viele Menschen, ich möchte sagen die meisten, mehr einen Bezug zu einem Elternteil mehr haben oder ein Elternteil ganz ablehnen. Das ist mir auch ganz wichtig jetzt. Denn normalerweise, warum haben die Menschen das? Warum ist das so? Nur wenn ich bei mir mal so Rückschau halte, ich war auch Papas Prinzessin. Und meine Mutter, im Nachhinein, ich glaube, sie war immer ein bisschen eifersüchtig auf mich. Warum? Ich meine, ich war ja nur kleine Prinzessin. Nur irgendwo konnte ich meinen Vater auch um den Finger wickeln. Und wenn meine Mutter was wollte, hat sie es mir gesagt, damit der Papa es tat. Gut, aber das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ich glaube, auch hier wird sehr viel ein Fehler getätigt. Und deshalb habe ich auch dieses Interview auf diesem Mutter-Kind-Kongress gemacht, um dort darauf hinzuweisen, wenn ein Elternteil dieses Kind zu arg verwöhnt und später wird dieser Elternteil gehen und dieses Kind muss dann eine eigene Entscheidung treffen, was dann unter Umständen schon eine erwachsene Person ist. Und auf einmal kriegt dann diese Person ein Problem, eine Entscheidung klar zu treffen. Diese Entscheidung dann zu treffen, soll ich das so tun, soll ich das so tun, das hat was damit zu tun, dass in der Kindheit der Vater oder die Mutter für dieses Kind viele Entscheidungen getroffen hat. Ja.
Das stimmt. Dann hat sie jetzt ein Problem, eine richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Und jetzt stell dir dann noch vor, dann kommen noch Verletzungen aus dem früheren Leben dazu. Mhm. Dann ist es die Grundlage für Depressionen, für Schwermütigkeit, für Burnout-Syndrome. Das ist die Ursache. Ach, und um das vorzubeugen, kann man diese Blockaden lösen. Hört sich wirklich ganz gigantisch an. Es ist ein unglaublicher, gigantischer. Die Blockaden, also die lassen mich jetzt ja gar nicht los. Ich denke, auch unsere Zuschauer und unsere Zuhörer sind natürlich genauso jetzt gespannt, wie ich es auch bin. Reinhard, du hast jetzt gerade schon die Buchstaben angesprochen. Es geht ja nicht nur um den Namen, es geht ja generell aus dem, was wir mitgebracht haben aus früheren Leben. Genau. Oftmals, ich möchte nicht sagen oftmals, wir wissen gar nicht, was wir alles mitgebracht haben. Gott sei Dank wissen wir das nicht. Wenn wir das noch alles wüssten, dann wäre es natürlich ganz... Das ist ganz fantastisch. Ja. Nur natürlich, wenn wir in unserem Leben im Hier und Jetzt nicht so richtig klarkommen, merken, da blocken wir immer wieder, irgendwo ecken wir an. Sprich auch in der Zwischenmenschlichkeit. Dass wir vielleicht ja, mit Menschen gar nicht so richtig auskommen oder sich Menschen andauernd trennen. Mhm. Aus unerklärlichen Gründen, die man gar nicht weiß. Mhm. Da ist doch schon etwas, wo man sagen kann, das ist auch eine Blockade, die vielleicht da ist. Wir nennen das den Geist der Beziehung. Ja. Den Geist der Beziehung, das ist natürlich auch noch ein weiterer Schritt. Mhm. Man hat ja nur einmal nicht nur das Finanzielle. Ja. Es gibt Leute, die sind finanziell vermögend, aber verarmen in der Einsamkeit. Oh ja. Weil sie trotz ihrem vielen Geld in der Beziehung nicht leben können. Mm. Und hier gibt es natürlich auch viele Themen, Geist der Beziehung. Wenn du dir mal vorstellst, in früheren Leben wurdest du als Frau immer als Mensch zweiter Klasse gesehen. Du bist nichts wert, ja. Du taugst nichts, du kannst nichts, du schaffst es nicht, du... So gibt es ja viele Sprüche aus früheren Leben, die auch noch heute in der Kindheit oft für, ich sag's jetzt mal, für Mädchen, natürlich auch für Jungs, du kannst es nicht, du taugst nichts, du bist nichts wert. Und dann kommt später natürlich, wenn man in ein gewisses Alter kommt und man versagt dann plötzlich, dann kommt die Erinnerung aus dem, ah, der hat doch damals gesagt, ich bin nichts wert. Jetzt habe ich die Bestätigung, ich bin nichts wert. Und dann kommt man in diese Vereinsamung rein, in diese Wertigkeit, in die Depression, in die Schwermütigkeit. Und dann versumpfen natürlich auch viele Leute, dass sie ihr Herz nicht aufmachen können für die Beziehung. Und hier gibt es natürlich durch diese Arbeit Geisterbeziehung eine ganz tolle Möglichkeit, um diese Blockaden aus früheren Leben komplett rauszulöschen. Und plötzlich verändert sich dein Leben. Also kann man sich das vorstellen, während des Seminars erfährt ein jeder für sich selbst, wo seine Blockaden wirklich sitzen. Mit garantierter Sicherheit. Ja, das ist super. Das also ich, doch ganz ich habe jetzt fünf Tage Seminar gehabt in Wisselhövde und wir haben dort verschiedene Themen angesprochen. Und wenn man mal den Schamanismus richtig versteht, Schamanismus ist etwas, wenn jemand diese Technik versteht, sich leer zu machen und intuitiv das zu deuten, zu sagen, was der andere an Energie sendet. Und wenn du in deinem Vertrauen bist, dass diese Schwingung, die auf dir auftrifft, wenn du die im richtigen Moment sagst, dann verändert sich dein Leben. Ich will dir ein Beispiel sagen, was gestern so ganz toll war auf dem Seminar. Wir haben also gestern so ein Thema aufgestellt, eine Blockade lösen. Und da war eine Schülerin, die hatte ständig ein Magen-Darm-Problem, schon seit 20 Jahren. Mhm. Und wir haben eine spezielle Aufstellungsarbeit gemacht nach schamanischer Technik. Und eine Schülerin, die bei mir ausgebildet wird, zu der habe ich gesagt, du stellst dich jetzt in das Problem Magen-Darm rein und du sagst mir dein erster Gedanke, der dir in Sinn kommt. Mhm. Und das ist die Ursache, warum sie ihr Magen-Darm-Problem hat. Alle haben natürlich gestutzt, meine Schüler. Und ich habe diese Gruppe vorbereitet. Dann habe ich diese Schülerin in diese Energie reingesetzt. Und stell dir vor, was im ersten, das erste Wort, nur ein Wort, Hackfleisch, sagt sie. Oh. Hackfleisch. Hackfleisch. Wenn du jetzt die richtige schamanische Deutung machst, diese Person, die das Magen-Darm-Problem hat,
Wenn sie einen großen Brocken, Fleischbrocken schlucken würde, den könnte sie nicht verdauen. Ja. Und den schluckt sie, weil sie ihn nicht verdauen kann. Deshalb hat diese Person gesagt, Hackfleisch. Jetzt werden wir diesen großen Brocken zu Hackfleisch machen. Und sie kann ihre Eltern ja nicht wegschicken. Aber sie kann jetzt sukzessive diesen großen Brocken als kleine Brocken in der Wertigkeit, ihr habt recht, wir versuchen Stück für Stück das zu verändern. Ja. Wir können das nicht auf einmal verändern, der große Brocken. Wir machen aus dem großen Brocken Hackfleisch und machen das Stück für Stück, die Veränderung. Und das ist die Spontanität im Schamanismus zu erkennen. Warum hat sie ein Magen-Darm-Problem? Der Brocken war zu groß. Wie löse ich es, indem ich Hackfleisch draus mache? Ah ja. Das also, ist die Hintergrund, die schamanische Deutung. So kann ich besser verdauen, so ja, habe ich auch kein Problem mehr. Das ist natürlich. Und das ist die Spontanität im Schamanismus, ja, wenn man diese Energien lebt. Und hier ist natürlich ein gewisses Potenzial an Blockadenlösung erforderlich. Auch hier Namenslöschung, Geist des Geldes, Geist der Beziehung, all diese Blockaden zu lösen, damit du intuitiv auf solche Ideen kommst. Das ist ja wirklich spannend. Das ist Schamanismus in Perfektion. Also es ist wirklich in Perfektion. Das ist so spannend. Ich denke jetzt gerade, mir geht so viel durch den Kopf. Das ist schon wirklich hochbrisant. Ja, das absolut ist ein hochbrisantes Thema. Also das ist ganz klasse. Reinhard, ich komme nochmal hier auf das Buch Reise in die eigene Vergangenheit. Ich meine, auch das Seminar, was du mit angeschnitten hast, ist es wieder weg. Ich meine, wieder so. Da ist Schlangenbad. Ja, genau. Schlangenbad Bärstadt. Also Schlangenbad Bärstadt. Wo es ist, weiß ich auch nicht genau, aber das findet man natürlich im Internet wunderbar. Und vor allen Dingen auf der Website von Reinhard Stengel, reinhard-stengel.de, ganz einfach. Genau. Oder hier bei uns die Referentenseite im Radio Lotusblüte aufrufen. Auch dort findet man alle Termine von Reinhard Stengel, als auch natürlich seine Internetpräsenz, die man dort anklicken kann. Gar kein Thema. Man findet dich auf jeden Fall. Würde ich sagen, wer mich sucht, findet mich. Der findet dich auch, ganz genau. Das Seminar vom 9. bis 11.12., wo es wirklich mal um den Geist des Geldes, Geist der Beziehung geht. Ihr habt schon selbst jetzt gemerkt, wie wichtig diese Arbeit ist, wie wichtig es überhaupt ist, sich das mal zu verinnerlichen, sag ich mal so. Warum habe ich Probleme mit dem Geld? Warum kommt das immer wieder? Oder warum habe ich Geld, bin aber der einsamste Mensch der Welt? Warum habe ich ständige Beziehungsprobleme? Warum? Können wir ganz viel anschneiden jetzt. Aber wenn du wieder den Hintergrund anschaust, auch die Menschen, die viel Geld haben, ob sie es nun geerbt haben oder ob sie es sich erarbeitet haben, auch diese Menschen besitzen in ihrem Umfeld den Geist des Geldes. Weil schau dir mal an, wie viel vermögende Leute fangen an, sich zu vergittern, Alarmanlagen und haben eine panische Angst, ihr Geld zu verlieren. Oh ja, richtig. Auch das hat was mit dem Geist des Geldes zu tun. Oh ja. Wenn man ihnen in früheren Leben immer wieder schon das Vermögen weggenommen hat, dann haben sie jetzt wieder ein Vermögen und haben die Angst, es kommt wieder weg. Und wenn du hier in dieser Schwingung lebst, dass Geld für dich nur noch Energie ist, dann auf einmal ist Energie genügend vorhanden. Genau. Genügend vorhanden. Genau. Nur wir haben ein Thema damit. Und das ist eben das Thema Geist des Geldes, Geist der Beziehung und die Namenslöschung. Die hängt zusammen. Ja. Und bei der Namenslöschung ist es ja nicht nur getan, wenn wir dieses Seminar machen, dass wir die Namenslöschung machen, sondern wir lösen auch bei diesem Seminar Schwüre, Eide und Gelübde auf. Stell dir mal vor, in einem früheren Leben hat auch zum Beispiel eine Person ein Keuschheitsgelübde abgelegt. Oh ja. Dann kann sie in diesem Leben die Beziehung zu sich selber nicht leben und die Beziehung zu anderen Menschen. Sie ist nicht in der Lage, eine Beziehung zu leben. Und auch das ist mit der Umkehrschluss, wenn sie keine Beziehung leben kann, hat sie auch mit ihrem Geld ein Thema. Also du siehst,
diese Themen hängen alle damit zusammen. Ja. Drum ist es so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Drum war es mir auch wichtig, dass wir heute dieses Gespräch führen, um Richtig. Vielen Seelen die Möglichkeit zu sehen, dass wir hier wirklich starke Blockaden aus ihrem früheren Leben und aus ihrem jetzigen Leben, aus dem Unterbewusstsein löscht und dadurch verändert sich das. Das ist Wahnsinn. Und vielleicht magst du mal so einen kleinen Einblick in ein Seminar geben. Ich komme jetzt zu dir, ich möchte ein Seminar machen. Was erwartet mich denn? Ah, das ist immer die ganze Frage. Wie, ich sage immer zu meinen Schülern, wenn sie kommen, mir ist es immer am liebsten, wenn ihr nichts erwartet. Je weniger das ihr erwartet, desto mehr wird ihr von mir bekommen. Ja. Weil jede Erwartung, richtest du deinen ganzen Fokus auf die Erwartung aus. Richtig. Und du konzentrierst dich ständig, was kommt jetzt, wann kommt es, was ich mir erwarte. Mhm. Und dabei kriegst du das andere gar nicht mit, was geschieht. Das stimmt. Weil deine Erwartung hier ist. Und darum sage ich zu meinen Schülern immer, wenn ihr kommt, lasst den Verstand zu Hause, erwartet nichts und ihr bekommt unglaublich viel. Mhm. Diese Veränderung bei meinen Schülern, bei dem einen oder anderen wird sich sofort was verändern. Mhm. Bei dem einen oder anderen wird es ein paar Wochen, ein paar Monate dauern. Mhm. Jeder ist in seiner Energie, in seiner Schwingung anders aufgebaut. Mhm. Und darum wirkt es bei dem einen unglaublich schnell, bei dem anderen etwas langsamer. Ja. Aber es wirkt bei allen. Das ist super. Sie verändern sich in der Beziehung zu sich selber. Mhm. Sie lernen sich mehr wert zu schätzen. Mhm. Sie lernen sich selbst mehr zu achten. Dadurch steigt ihr Eigenwert enorm. Mhm. Und wenn ich mir in unserer Gesellschaft mehr wert bin, wenn ich mehr Selbstbewusstsein habe, dann kann ich das auch nach außen bringen und dann habe ich eine andere Beziehung. Oh ja, das ist richtig. Vor allem diese eigene Wertschätzung. Da bin ich natürlich dann in der Lage, auch auf alles auszudehnen, auch auf andere Menschen. Das kann ich ja nicht, weil ich mich selbst nicht wertschätze. Schau mal, ich will dir nochmal ein Beispiel sagen. Wir Menschen haben ja unseren Vornamen selber mitgebracht. Und jetzt in meinem Seminar erwarte ich natürlich, oder ich erwarte es nicht, ich erzähle meinen Schülern, dass wir von unserem Vornamen, von jedem einzelnen Buchstaben, uns eine positive Eigenschaft mal notieren sollten. Interessant. Damit wertschätze ich meine Seele und mich selber, wenn ich mir selber vorstelle, dass ich mit jedem einzelnen Buchstaben eine positive Eigenschaft für mich anerkenne. Mhm. Zum Beispiel Reinhard mit dem R. Ruhig, relaxed. Das wären so positive Eigenschaften. Oder A. Achtsam, anmutig, das ist eine positive Eigenschaft. Man sollte sich mit seinem eigenen Vornamen auseinandersetzen, um sich selber zu achten und wertzuschätzen. Und das tun viele nicht. Genau. Viele mögen ihren Vornamen nicht, viele kürzen den Vornamen ab. Mhm. Zum Beispiel Hans-Jörg, da wird ein Hansi draus. Mhm. Das ist eine eindeutige Missachtung der Seele. Okay. Und auch hier ist man dann nicht in der Lage, Blockaden aus früheren Leben aufzulösen. Und so ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dieses Thema. Und was erwarten die Schüler natürlich? Manche Schüler kommen schon mit Erwartungen und erwarten, dass das oder jenes passiert. Oder viele kommen natürlich auch, die eine Unpässlichkeit haben, sprich eine Krankheit, und erwarten, dass sie dann geheilt rausgehen. Ich erkläre den Schülern, dass ich niemanden heilen kann, dass ich auch keine Heilversprechen mache, dass ich auch keine Medikamente verschreibe. Aber ich zeige den Schülern einen Weg auf, wie sie die Blockade lösen können. Weil jede Unpässlichkeit, jede Krankheit kommt ja, um dir was mitzuteilen. Und wenn du in der Lage bist, diese Mitteilung, diese Botschaft, die dir die Seele schickt, zu deuten, dann weißt du sofort, was du verändern sollst. Mhm. Schau, es ist doch ganz einfach.
Wir Menschen, wenn wir eine Unpässlichkeit haben oder eine Krankheit, was tun wir? Wir gehen zum Arzt, holen uns Tabletten, holen uns eine Spritze und machen im gleichen Trott weiter. Mhm. Aber achte doch mal drauf, und das versuche ich auch als Botschaft an alle zu geben, wirklich an alle, achtet bitte darauf, was könnt ihr aufgrund eurer Unpässlichkeit nicht tun? Woran hindert euch eure Unpässlichkeit, etwas zu tun? Das heißt, durch die Unpässlichkeit bist du an irgendetwas eingeschränkt. Mhm. Also, wenn du an etwas eingeschränkt bist, dann ist das ein Zeichen, dass du entweder zu viel getan hast oder vor etwas weggelaufen bist. Stimmt. Und jetzt nimm dich zurück, dann hat die Seele Zeit nachzudenken. Die Unpässlichkeit hat ihre Aufgabe erfüllt und darf gehen. Nur viele Menschen machen nichts. Genau. Sie holen sich Tabletten, sie holen eine Spritze, machen im alten Trott weiter. Und dann wird die Unpässlichkeit immer schwieriger. Genau. Im Moment wird sie gedeckelt, aber sie kommt wieder. Kommt und dann kommt sie extremer. Natürlich. Und so brauchst du nur schauen, wenn du Zahnschmerzen hast. Was hast du für ein Problem mit Zahnschmerzen oder Kieferprobleme? Du kannst nicht mehr so reden. Also du verredest alles, anstatt du dein nicht ausgesprochenes Geheimnis annimmst. Man verredet viel. Und damit du nicht so viel redest, um Ablenkung zu haben, bekommst du Zahnschmerzen, Kieferprobleme, damit du mehr in dich gehst, genau, und nachdenken kannst, was bedrückt mich. In die Stille reingehen, das ist wichtig. Und so hat jede Unpässlichkeit eine ganz klare Botschaft. Ja. Und viele Botschaften kann man natürlich an dem Fingerbuch, das ich geschrieben habe, erkennen. Das stimmt. Und hier ist mein neuestes Fingerbuch. Ah, ja. Und das ist ja der Hammer. Mal nehmen. Das ist echt der Hammer. Das ist das neueste Fingerbuch. Es ist zwar immer noch das Fingerbuch, jedoch auf Holländisch. Das finde ich also ganz gewaltig. Ich finde es auch toll. Ganz, ganz toll. Also so gut Holländisch kann ich jetzt zwar nicht, nur ich finde es so toll, dass man das jetzt macht. Und was mich halt freut, ich habe sehr viele Freunde in Holland. Ja. Und ich habe auch einige Schüler aus Holland. Toll. Und darum hat mich das mehr überrascht, dass jetzt ein Verlag aus Holland dieses Buch gekauft, also die Rechte gekauft hat und dieses Buch auch vertreibt. Und das finde ich einfach schön. Also wirklich gut. Das ist auch so für mich eine Botschaft, dass das, was ich sagen will, sich immer mehr nach außen hinaus in die Welt dehnt. Finde ich ganz toll. Naja, hier bei uns in Ulmen, in der Gegend, sind natürlich auch sehr viele holländische Gäste. Und ich zeige es einfach mal rein. Vielleicht auch für alle lieben holländischen Zuhörer, Zuschauer. Ja, ihr könnt es jetzt auch in eurer Muttersprache hier bekommen. Und ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Ein ganz tolles Buch. Nicht nur ein Buch zum Lesen, zum ein Arbeiten. Buch zum Arbeiten. Genau. Absolut. Bei mir liegt es immer oben in meinem Schrank, direkt hinter mir. Und wenn ich was habe, ich schlage immer auf und lese nach. Und es ist wirklich so, also man kann wunderbar mitarbeiten. Ganz toll. Das ist die Sprache der Seele über die Finger. Ja. Und das kann man wirklich, wenn man sich ein bisschen damit befasst, kann man ganz tief ins Unterbewusstsein schauen, sogar so weit zurück, was die Eltern bei der Zeugung gedacht haben. Das ist was interessant. Also hochspannend. Ja, finde ich auch. Absolut. So, jetzt kommen wir mal wieder auf unser Thema zurück. Ich würde natürlich erstmal sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen. Und dieses Päuschen nutzen wir einfach mal, indem wir natürlich auch nochmal Reinhards Website jetzt hier direkt im Film mit einspielen und einfach so ein paar Inspirationen für euch zum Sacken lassen. Bis gleich. Down.
wir sich natürlich wieder zurück. Grüßen nochmal alle, die sich vielleicht jetzt erst dazugeschaltet haben. Jedoch, man hat natürlich den Vorteil hier bei uns im LLB Lotusblüte Radio und TV, dass man dieses Sendung, dieses Interview natürlich immer wieder schauen kann, auch wenn man jetzt vielleicht es gerade erst verpasst hat. Man verpasst hier gar nichts. Reinhard, mich lässt immer noch etwas nicht los. Und zwar, wir sprachen vorhin ja schon eingehend über die Auflösung, über den Vornamen, will ich mal so sagen, Blockaden, ja. Auflösung. Ja. Auch die einzelnen Buchstaben, du hast da schon mal einige Beispiele benannt. Nur, ich sag jetzt einfach mal, es gibt ja nicht nur eine Angelika, wie ich es bin. Es gibt bestimmt hunderte, wenn nicht tausende Angelikas. Und ist das bei den allen gleich, wenn man da jetzt anfängt, das aufzulösen? Na, ich denke, dass wir hier schon drüber reden sollten und dass wir das Thema ganz klar ansprechen sollten. Wenn ich über die Namensauflösung und Löschung von Blockaden ein Buch schreiben würde, dann wäre das ein 0815-Buch, ja, das man in jedem Buchshop kaufen kann über die Namensgeschichte. Das, was meine Fähigkeit auszeichnet und das, was ich auch bei mir in der Schule lehre, das ist etwas ganz Besonderes. Du musst dir vorstellen, wir haben 10 Personen, alle heißen Angelika. Aber für jede Seele kann dieses Wort Angelika eine ganz andere Bedeutung haben. Ja. Deshalb kann man nie sagen, das A hat die Bedeutung oder die Bedeutung oder die Bedeutung, weil das immer was mit dem Auflösen der Blockaden von dieser Seele zu tun hat. Mhm. Darum ist es auch bei uns, und das lehre ich so an der Schule, im Schamanismus wirklich eine ganz tiefe, aus dem Unterbewusstsein gesteuerte Information der geistigen Welt, was dieser Name Angelika für diese Seele zu bedeuten hat und jeder einzelne Buchstabe und was der für eine andere Person zu bedeuten hätte. Es gibt so ein paar gewisse Grundsachen wie das O oder wie der Punkt auf dem I oder das X. Mhm. Das kann man sagen, stimmt so in allen Namen. Ah, ja. Aber das A oder das E oder das B, zum Beispiel hatte ich meine Schülerin Barbara, oder? Hier war die Auflösung, dass sie in ihrem früheren Leben als Barbar gelebt hat. Oh. Und deshalb hier viele Blockaden mitgebracht hat. Und so gibt es diese Auflösung nicht bei allen, die Barbara heißen, sondern es war für diese Seele wichtig, um diese Blockaden aufzulösen. Und ich glaube, wenn man sich hier mal in dieses Verständnis reinsetzt, dass man nicht ein Buch schreibt, wie viele Bücher geschrieben sind, einfach irgendwo was runterschreibt, sondern diese Bücher, die ich mache und das ich auch an meiner Schule lehre, das kommt aus der Intuition raus, aus dem Bauchgefühl. Und so versuche ich auch in meiner Ausbildung den Schülern das so zu vermitteln, dass sie wirklich auf ihr Bauchgefühl hören. Und jetzt könnte man sagen, was ist das Bauchgefühl? Das Bauchgefühl, und da solltet ihr euch wirklich alle Gedanken drüber machen. Dieses Bauchgefühl besitzt ihr alle, ausnahmslos jeder. Das ist nichts Besonderes. Nur ihr habt verlernt, intuitiv auf das erste Gefühl, auf das erste Bild oder den ersten Gedanken, der euch in den Sinn kommt, das zu deuten, das wahrzunehmen und das umzusetzen. Weil wenn ihr das erste Gefühl habt, kommt kurz drauf sofort der Verstand und sagt, aber wenn ich das so mache, dann passiert ja das, und wenn ich das so mache, dann passiert ja das, und das darf ich nicht und das kann ich nicht. Und weil wir eben viele Blockaden aus früheren Leben mitbringen, sind wir nicht in der Lage, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Richtig. Und genau das ist das, was ich meinen Schülern vermittle, dass sie wieder in der Lage sind, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Genau. Und dann haben wir den Geist der Beziehung, wir haben den Geist des Geldes, haben alle Blockaden aufgelöst und dein Leben wird sich grundlegend verändern. Ja, das ist wirklich, gerade schon mit diesen Namen, also das finde ich jetzt, ging jetzt gerade so viel durch den Kopf. Ich hatte ja nun das, jetzt die Angelikas mal angebracht und denke, wenn du jetzt sagst, die einzelnen Buchstaben, bei der einen Angelika kann das A Angst bedeuten, das ist aber auch so zu verstehen, dann käme jetzt bei dieser Angelika als erstes Gefühl die Angst hoch. Zum Beispiel. So kann man es verstehen. Hier, wenn ich zum Beispiel jemanden vor mir sitzen habe
und dann explizit den Namen angehe, dann kommt mir zu jedem einzelnen Buchstaben sofort ein Gedanke, ein Gefühl oder ein Bild. Ja. Und dieses Bild, diesen Gedanke, dieses Gefühl kommentiere ich. Ja. Dadurch setze ich eine Schwingung ins morphogenetische Feld. Diese Schwingung trifft bei dieser Person auf und löst bei dieser Person im Unterbewusstsein die Blockade. Ah, ja. Weil ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe. Mhm. Und so kann es bei der einen A die Angst sein, bei für den anderen kann es den Anfang bedeuten von etwas ja. Neuem. Mhm. Bei dem anderen kann es A, er sucht den Anschluss, weil er nie den Anschluss gefunden hat zu anderen Personen. Genau. Und so hat jeder Buchstabe eine ganz besondere Bedeutung. Drum viele meiner Schüler fragen sich schon immer wieder und sagen zu mir, Reinhard, schreib doch ein Buch drüber. Ja. Da kann man kein Buch doch, drüber schreiben. Gar nicht. Weil das wäre genauso, wenn ich zum Beispiel sage, ich schreibe ein Traumbuch über den und den Traum und schreibe da eine Bedeutung dazu. Geht auch nicht. Das geht überhaupt nicht. Nein. Jeder Traum hat für jede Person eine andere Bedeutung. Ja. Ja. Und wenn man das aus dem tiefen Schamanismus versteht, ja. dann kriegt es eine andere Wertigkeit. Genau. Und hier ist es auch wichtig, es gibt viele Schamanen und viele Schamanen. Ja. Ich würde mir nie anmaßen, ein Traumbuch zu schreiben, weil es nur was geschrieben wäre. Aber auch diese Traumbücher haben eine Berechtigung, eine Wichtigkeit. Für Leute, die sich ganz am Anfang mit Schamanismus beschäftigen, damit man überhaupt mal in so eine Idee kommt. Ja, ja. Aber wenn man Schamanismus in ganz tiefer, wirklich in tiefer Intuition macht und sich darauf einlässt, so wie es die Naturvölker machen, nicht die Naturvölker, die fürs Fernsehen die Show machen, sondern die Schamanen, die du nicht zu Gesicht richtig. Bekommst. Richtig. Diese Schamanin geht ganz tief. Man sollte vielleicht auch immer wieder eines sagen. Ein Schamane kann niemanden heilen. Darum wird es auch immer wieder Leute geben, die dann, wenn sie einen Schamanen besuchen, auch die werden dann irgendwann gehen. So durfte ich jetzt auch wieder einen Fall haben, wo jemand bei mir war, wo ich Blockaden, nur hier ist es wichtig, dass wir verstehen. Wir Schamanen kümmern uns immer um die Seele. Ja. Niemals um den physischen Körper. Wenn die Seele sich verändert, kann sich der physische Körper verändern. Darum, wenn ein Schamane sagt, er heilt dich, dann muss ich sagen, ist es keine klare Aussage. Ja. Niemand kann dich heilen. Aber ein guter Schamane kann sich mit deiner Seele verbinden und die Blockade lösen, damit die Seele ihren Weg geht. Und ist der Weg dann, dass sie gehen wird oder dass sie bleiben wird, das ist dann der Weg der Seele, nicht der Weg des Schamanen. Genau, genau. Und ich glaube, hier muss man wirklich auch mal ganz klar sagen, dass man hier ein anderes Bild von einem Schamanen hat, weil viele Leute kommen mit der Erwartung, der Schamane kommt, legt die Hand auf und heilt mich. Das funktioniert so nicht. Das ist schon auch wichtig, dass man das so. Ich denke, das kann kein Mensch. Das ist einfach immer halt, meine Sichtweise. Na, den Impuls zu geben, dass die inneren eigenen Selbstheilungskräfte aktiv werden. Aber ich freue mich dann immer wieder, wenn ich so jetzt wie diese 5 Tage, wo ich jetzt Seminar hatte, mit meinen Schülern, wenn ich dann die Veränderung sehe und das Leuchten in den Augen meiner Schüler sehe und spüre, das sind ja Schüler, die in allen Berufsklassen da sind, auch Ärzte habe ich in meinem Seminar. Und wenn ich dann spüre, und es werden übrigens immer mehr, die Seminare besuchen. Ja, das ist schön. Und wenn du dann spürst, die Veränderung an den Personen, diese innere Zufriedenheit, die dann kommt, das ist dann so mein Geschenk, was ich habe. Das glaube ich. Da freue ich mich dann drauf. Ich möchte da nochmal drauf eingehen. Du sprachst gerade davon, in Fieselhöfe, da war das ja, dieses Örtchen. Und das war ein 5-Tage-Seminar. Das war aber eine Ausbildung, oder? Das ist eine Ausbildung. Genau, dass du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehst, weil das ist auch sehr spannend und sehr interessant. Wer es möchte, du sagtest ja gerade schon, Ärzte kommen jetzt immer mehr und das würde ich mir wünschen, dass Ärzte sich wirklich mal auf den Weg machen, auch mal ins Alternative hineinzugehen.
Also wir haben ja verschiedene Ausbildungsorte. Wir sind einmal bei mir in der Schule in Rottenacker, das ist in der Nähe von Ulm. Mhm. Dann haben wir einmal eine Ausbildung in der Nähe von Bregenz. Dann haben wir eine Ausbildung in der Nähe von Linz. Mhm. Dann sind wir einmal in Niefernöschelbronn, das ist bei Pforzheim. Dort gibt es ein wunderschönes Seminarhaus. Dann in Wisselhöfede, das ist da bei Hannover da oben. Das ist auch ein wunderschönes Seminarhaus. Und wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal Südtirol dazu nehmen, weil die Nachfrage einfach immer größer wird. Ah ja, das ist gut. Diese Schule, diese Ausbildung, das sind verschiedene Möglichkeiten, die man hat. Entweder immer am Wochenende, Samstag, Sonntag oder in 5 Tagesblöcken. Insgesamt dauert die Ausbildung 20 Seminartage. Ah ja. Und in diesen 20 Seminartagen ist einfach die oberste Priorität, dass man sich selber von allen Blockaden befreit, um an sein Bauchgefühl, an seine Intuition ranzukommen. Mhm. Und dann verändert sich das Leben. Und diese Ausbildung ist natürlich eine hochinteressante Geschichte. Ich lerne unglaublich viele nette Leute kennen. Mhm. Und ich lerne natürlich selbst auch bei jeder Ausbildung immer mehr dazu. Richtig, richtig. Und hier ist es ganz wichtig, wenn man zu der Ausbildung kommt, nichts zu erwarten, einfach nur sich selbst zu sein. Mhm. Dann geschieht es am besten. Das kann ich mir gut vorstellen. Die genauen Informationen über die Ausbildung kann man über meine Webseite erfahren. Genau. Da kommt jetzt für das Jahr 2017 dann der neue Terminkalender. Der wird gerade jetzt erstellt. Mhm. Und dann kann man sich auch anmelden für diese Ausbildung. Und es empfiehlt sich natürlich frühzeitig anzumelden, weil wir eine limitierte Teilnehmerzahl haben, weil die Nachfrage immer stärker und immer größer wird. Mhm. Aber es macht Spaß. Das kann ich mir gut vorstellen. Mit dieser Ausbildung kann man dann natürlich auch anderen Menschen helfen. Ist das so zu verstehen? Ja, unbedingt. Genau. Wenn man diese Ausbildung besitzt, ich habe einige Schüler, die sich dann auch später beruflich selbstständig gemacht haben, die sich da ein richtiges Standbein geschaffen haben. Viele machen die Ausbildung nur für sich selber, ja, um sich wichtig selbst weiterzubringen. Und was ganz interessant ist, ich bin in verschiedenen großen Firmen, in verschiedenen großen Firmen, die ich jetzt nicht benennen möchte, und hier in der Führungsebene mache ich Seminare Geist des Geldes, Geist der Beziehung und die Auflösung von Eiden, Schwüren, Gelübden und Gelöbnissen. Das auch das ist eine Möglichkeit, dass mich zum Beispiel so eine große Firma buchen kann und dann macht man einen Termin ab und dann bespricht man die Kosten und bespricht die Teilnehmerzahl. Und bisher ist es so, dass wir in großen Firmen in der Führungsebene das machen. Mhm. Also dass die Firma dann sagt zum Beispiel, wir haben so und so viele Geschäftsführer und für die und die Geschäftsführer machen wir das. Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit, das direkt über mich zu buchen. Sehr schön. Und dann kann man da einen Termin vereinbaren. So eine Ausbildung dauert dann meistens 3 Tage und dann ist man da durch. Super. Aber es verändert die Denkweise in der Führungsebene. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich denke, dass da natürlich auch ein ganz anderes Mitdenken entsteht, auch für die Mitarbeiter. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. Wenn sich die Denkweise in der Führungsebene verändert, hat es natürlich auch einen unglaublich starken Einfluss auf die Mitarbeiter. Genau. Weil ich sage immer, ein guter Betrieb funktioniert nur als Team. Richtig. Wie ein Auto. Richtig. Wenn der Tank leer ist, läuft das beste Auto nicht. Richtig. Wenn kein Öl im Motor ist, kann der Tank noch so voll sein, das Auto läuft nicht. Läuft nichts. Als Team. Mhm. Wie beim Fußballspiel, Eishockeyspiel, immer als Team. Mhm. Und so ist es in großen Firmen auch. Ganz wichtig. Und viele Firmen scheuen diesen Weg in der Zwischenzeit nicht, auch mal hier in eine andere Richtung zu denken. Ja. Ja. Das ist das Interessante und das freut mich, also das freut dass mich sich auch, diese Firmen auch für die geistige Welt öffnen. Ja, das freut mich auch. Ja, wenn man mal in manchen großen Konzernen so hineinblickt, was einem vermittelt wird, natürlich über die Nachrichten und so, schlägt man die Hände über den Kopf zusammen und dann denke ich, da wäre es natürlich gut, vielleicht da mal diese Dinge anzubringen. Ganz klar. In der Führungsebene. Würde sich mit Sicherheit auf das gesamte Konzept ausdehnen.
bin ich absolut überzeugt, darum biete ich das auch an. Ja, finde ich ganz, ganz spannend. Ja, du bist ja sowieso ein sehr vielseitiger Mensch. Und was du auch bist, Reinhard, du bist auch ein Schamane zum Anfassen. Oh ja. Dich darf man anfassen. Ja. Du beantwortest sogar auch E-Mails. Beziehungsweise, ich weiß von dir, dass du natürlich sehr, sehr viel E-Mails bekommst. Ja. Und ich weiß auch, dass du nicht immer die Zeit hast, ellenlange E-Mails zu lesen. Es geht mir übrigens auch immer so. Ich bin immer froh, wenn die kurz und knackig sind, dass ich darauf antworten kann. Beziehungsweise haben wir ja alle noch ein Telefon. Und liebe Hörer, liebe Zuschauer, es wäre natürlich wunderbar, ich glaube, der Reinhard wird es auch gleich nochmal selbst sagen, wenn ihr ein Anliegen habt, scheut euch nicht, schreibt ihm ruhig ein E-Mail, schreibt es aber bitte kurz und knackig und bittet um einen Termin, dass ihr ihn mal am Telefon sprechen könnt. Und ich weiß, ich kenne Reinhard, ich weiß es, er wird euch mit Sicherheit einen geeigneten Telefontermin benennen. Ist es so? Man muss eigentlich den Hintergrund erklären, weshalb das so ist. Eine E-Mail ist ein geschriebenes Wort. In diesem E-Mail schreibst du mir etwas. In diesem Wort kann ich nicht deine Schwingung aufnehmen. Auch richtig. Wenn du mit mir telefonierst, dann höre ich auf deinem jeden einzelnen Wort eine gewisse Schwingung aus. Und allein aufgrund von dieser Schwingung kann ich dir schon eine unglaublich effiziente Antwort geben, was du verändern kannst, wie du es verändern kannst. Deshalb ist es mir wichtig, schreibe mir einfach eine E-Mail, maximal 3 Zeilen, und ich schreibe dir garantiert zurück, wann du mich telefonisch erreichen kannst. Dann ruf mich an und dann, wenn du mich am Apparat hast, habe ich alle Zeit für dich. Ich werde dich nicht wegwürgen, sondern ich werde mich mit dir unterhalten. Und dann kann ich dir schon unglaublich viele Tipps erklären. Ich kann dir unter Umständen auch schon den Hintergrund sagen deiner Unpässlichkeit oder deines Problems. Und du wirst sehen, es wird dir helfen. Deshalb bitte kurz, knackig schreiben und sei nicht ungeduldig, wenn du mal 5 oder 10 Tage nichts hörst von mir. Ich habe natürlich viele Seminare und jeden Tag viele, viele E-Mails zu beantworten. Aber ich verspreche, ich melde mich garantiert. Garantiert. Das kann ich auch wirklich nur bestätigen, das macht er wirklich. Absolut. Also wie gesagt, sollte nicht sofort die Beantwortung kommen, die kommt mit Sicherheit. Seid euch ganz gewiss. Reinhard, du sprachst gerade nochmal von der Unpässlichkeit. Das ist schon wieder ein nächster Aufhänger. Du siehst, du kommst hier gar nicht weg. Die Unpässlichkeit oder das Thema, das Problem, was der Einzelne hat, sind so unterschiedlich, wie es Sand auf der Erde gibt, will ich mal sagen. Die Unpässlichkeit als solches, du hast es ja auch schon mal angeschnitten, dass viele es nur zuschütten, sich aber nichts verändert. Gar nichts. Mit welchen Themen oder Unpässlichkeiten kommen überhaupt die Menschen zu dir? Oh, das ist ganz verschieden. Die kommen von Schilddrüse über Unterfunktion, mit Gicht, Rheumaarthrose, mit Brustkrebs, mit Prostatakrebs, mit Augen, mit verstopften Nasen, mit Tinnitus, mit allen Themen, ob das Schuppenflechte ist, ob das Gürtelrose ist, ob das Hallux ist. Wir haben unglaublich viele Themen. Da greife ich jetzt gerade wieder etwas auf. Ich schreibe momentan ein neues Buch. In diesem Buch schreibe ich so etwa 180 Unpässlichkeiten, die mich die Leute permanent auf Vorträgen und bei Veranstaltungen, wo ständig die Frage kommt, diese Unpässlichkeiten habe ich jetzt mir so notiert und ich schreibe jetzt über diese Unpässlichkeiten. Schreibe ich einmal, warum kommt diese Unpässlichkeit? Was ist der seelische Hintergrund für diese Unpässlichkeit? Und beschreibe dann die Auflösung dazu. Ist das bei jedem Menschen gleich? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich hätte jetzt nur mal ein Beispiel Magenschmerzen. Gut, das. Und andere hätten auch Magenschmerzen. Hier gibt's zum Beispiel bei Magenschmerzen. Gehen wir doch mal das Thema Magenschmerzen an. Magenschmerzen kann man erkennen am Ringfinger, ob jemand Magenschmerzen hat oder nicht.
Hier kann man schon die Botschaft erkennen. Hier kann man schon die Botschaft erkennen, obwohl der Patient es selber noch gar nicht spürt, dass er Magenschmerzen hat. Und dann kann man die nächste Deutung nehmen, den Ringfinger und den Zeigefinger. Wenn der Zeigefinger, also gehen wir erstmal Ringfinger, Magenschmerzen, wenn der sich krümmt zum Mittelfinger, dann gibt es ein Thema im Magen-Darm-Bereich. Tut er nicht. Oh, so hebt man den nicht, die Finger. Die hebt man ganz locker entspannt. Und wenn man die locker entspannt, ganz locker entspannt, dein Ringfinger krümmt sich so zum Mittelfinger, dein Zeigefinger krümmt sich so zum Mittelfinger. Die krümmen sich. Ja, die krümmen sich. Komm, gib mir diese Hand. Ganz locker lassen. So, und hier sitzt die Ursache, hier ist der Herzschmerz. Bist du Rechts-Linkshänder? Linkshänder. Du bist Linkshänder. Und jetzt schau mal, deine Magenschmerzen haben einen seelischen Hintergrund, ein Tochter-Vater-Thema. Och. Ja. Lieb doch mein Papa. Ja klar, liebst du deinen Papa. Aber weil dein Papa alle Entscheidungen für dich abgenommen hat und du vieles geschluckt hast und nicht wirklich gesagt hast, was du denkst, um ihn nicht zu verletzen, hast du vieles geschluckt. Und das ist der seelische Hintergrund für deine Magenschmerzen. Und dass du heute zwar viel sprichst, aber das, was dich wirklich bedrückt, das verschluckst du. Und das ist der Zeigefinger. Aha. Und das ergibt dann die Magenschmerzen, die man dann am Ringfinger sehen kann. Also am richtigen Ringfinger. Nicht, wenn der Ringfinger am Mittelfinger, der Ring am Mittelfinger ist. Ach so. Und hier hat es natürlich vom Grund her, Magenschmerzen generell, die Aussage, die Person schluckt etwas und sagt nicht, was sie wirklich bedrückt. Ja. So, ja. Und jetzt kann man erkennen, an den Fingern kommt dieser Magenschmerz von einer Verletzung der Seele während den ersten 7 Lebensjahren. Mhm. Wenn dort für dieses Kind immer alle Entscheidungen abgenommen wurde, ob Vater oder Mutter, das kann man an den Händen erkennen. Ah ja. Oh. Magenschmerz hat immer was damit zu tun, die Person schluckt zu viel. Mhm. Und so hat jede einzelne Unpässlichkeit eine ganz bestimmte Bedeutung. Zum Beispiel Gicht, Rheuma und Arthrose. Und da gehört auch Fibromyalgie dazu. Hm. Dort liegt der seelische Hintergrund, die Ablehnung der Seele während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Dort ist der Hintergrund für Gicht, Rheuma, Arthrose. Gicht, Rheuma, Arthrose und Fibromyalgie ist ja, man sagt auch dazu, ein Kümmerersyndrom. Ja, ja. Diese Person kümmert sich um alle und um jeden, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und Gicht und Rheuma kriegt man deshalb, damit man irgendwann mal sich nicht mehr kümmern kann. Damit man aufhört, sich um andere zu kümmern. Das ist der Hintergrund. Aber ganz tief die Ursache. Ablehnung der Seele während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Nur am Beispiel. Die Mutter ist schwanger. Vater und Mutter freuen sich riesig über das Kind. Ist sogar ein Wunschkind. Und jetzt kommt der Vater und denkt nur. Er denkt nur, er spricht es nicht mal aus. Hoffentlich wird es ein Junge. Dann wird es ein Mädchen. Ablehnung der Seele. Ich träume Arthrose. Da siehst du mal, wie tief das zusammenhängt. Und auch das, diesen Gedanken des Vaters, kann man am kleinen Finger erkennen. Da kann man es erkennen, was der Vater gedacht hat während der Schwangerschaft. Wenn sich der kleine Finger hier im unteren Bereich, könnt ihr das sehen, im unteren Bereich hier so nach außen wächst. Und dann später diese Krümmung kriegt. So, das ist die Ablehnung der Seele während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Und hier kann man auch erkennen, alles was beim Rechtshänder ist, ist männliches Thema und links weibliches Thema. Mhm. Alles was beim Linkshänder ist, ist männliches Thema und rechts weiblich. Und das ist das Interessante dran. Genau, umgekehrt ist beim Linkshänder. Ja? Linkshänder ist alles was beim Linkshänder links männlich, beim Rechtshänder rechts männlich. Interessant. Ja, das ist ein hochinteressantes Thema. Und eben über diese Unpässlichkeiten schreibe ich gerade ein Buch. Ich hoffe, dass ich das bis zum Frühjahr fertig habe. Also das ist wirklich Das wird ein ganz spannendes Buch, ganz weil hier können die Leute dann schauen, was habe ich für eine Unpässlichkeit und wie kann ich auf schamanischem Weg meine Unpässlichkeit, die Blockade auflösen, damit die Unpässlichkeit gehen kann. Also ihr merkt schon, das ist so spannend, so hochbrisant. Auch deine Seminare natürlich, die du anbietest, das ist also
oberste Sahne, will ich mal so sagen. Ja, man muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, was viele Leute die Seminare abhalten. Viele Seminarleiter, und es gibt wirklich viele sehr, sehr gute Seminare, diese Seminarleiter machen viele Seminare aus dem Verstand raus und aus dem Konzept raus geschrieben. Bei mir ist wirklich jedes einzelne Seminar von einem Grundkonzept begleitet, aber 50% des Seminarinhaltes ist Intuition. Und das macht das Ganze aus, dieser Schamanismus auf ganz tiefer Ebene. Schau, ich war jetzt auf den Schirmertagen in Darmstadt. Richtig. Und wenn ich dann sehe, an so einem Tag, wie viele Leute kommen und zuhören, es werden immer mehr. Und die Leute können mich fragen während meinem Vortrag, egal was sie fragen, und das kannst du überall nachschauen, überall, egal was sie fragen, ich weiche keiner Frage aus, beantworte jede Frage in Sekundenschnelle. In Sekundenschnelle. Egal, was die Leute für eine Unpässlichkeit haben. Und das ist das, weil ich nicht drüber nachdenke, sondern weil ich intuitiv die Antwort aus dem Unterbewusstsein kommuniziere. Richtig. Das schauen wir nicht. Also das ist ja wirklich, da kann man auch so sehen, deine Seminare sind, jedes Seminar ist individuell. Ganz individuell. Das finde ich sehr gut. Ganz individuell. Darum habe ich einige Schüler, die verschiedene Seminarteile wiederholen. Ja. Und das ist für manche Schüler dann immer wieder faszinierend, was sie, obwohl sie es schon wissen, nochmal zusätzliche Informationen bekommen. Ja, das ist schon eine, man muss das auch dazu sehen, da hängt ein gewisses Herzblut von mir dran. Ja, das merkt man auch. Und für mich ist es wichtig, dass ich meine Seminare nicht nur mache, damit ich ein Seminar mache, sondern hier ist es wirklich ganz individuell. Genau. Darum gibt es auch bei mir nicht so ein Zeitfenster, wir fangen um 10 an und hören um 5 auf, sondern wir fangen sogar, jede Minute, sage ich immer zu meinen Schülern, ist kostbar. Jede Minute ist kostbar. Ja. Wenn wir eine Mittagspause unnötig lange machen, die halbe Stunde ist zu schade dafür. Genau, genau. Und deshalb ist das schon sehr, 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 sehr intensiv. Also ich finde es ganz toll, vor allen Dingen, du sagst es, jede Minute ist kostbar. Gerade bei einem Seminar. Ganz wichtig. Da möchte man natürlich auch so viel wie möglich erarbeiten, erfahren, für sich mitnehmen. Und es ist natürlich auch anstrengend für meine Schüler. Ja. Du musst dir vorstellen, diese Schüler bekommen eine geballte Information. Eine geballte Möglichkeit. Und weil sie während dem Seminar nicht alles schreiben können, habe ich für jedes Seminarteil so ein Büchlein geschrieben. Für jedes Seminarteil. Interessant, wirklich. Und da gibt es wirklich für Teil 1 bis Teil 12 so ein Büchlein. Und das ist das Schöne, weil ich hier alles reinschreibe, was im Seminar vorkommt. Jede Technik. Ich beschreibe sie genau und ich mache auch eine Zeichnung dazu, wie die Übung funktioniert. Es wird alles ganz genau beschrieben. Da kommt, für jede Übung kommt ein Bild dazu, damit der Schüler das wirklich zu Hause nachvollziehen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch meine Seminare ausmacht. Das ist mit Sicherheit. Dass ich nichts für mich behalte, dass ich wirklich alles, mein komplettes Wissen gebe. Ja. Ein Geschenk an die Seelen, sage ich immer. Vor allen Dingen, wenn ich das Seminar erlebt habe, da bin ich ja so richtig mitten im Geschehen. Total. Ich habe es ja erlebt, ich weiß ja, alles, was ich selbst erfahre, ist natürlich für mich sehr, sehr wichtig. Und dann noch begleitend mit diesem Büchlein, ich glaube, dann kann ich da gut mitarbeiten. Ja. Und hier muss ich auch dazu sagen, ich habe natürlich durch den Schirner Verlag, habe ich einen Verlag gefunden durch die Heidi und den Markus Schirner, die natürlich wirklich auch alle meine Bücher vorhalten. Das ist ja auch eine Investition, die so ein Verlag tätigt. Ja. Und dieser Verlag steht vom ersten Tag, seit meinem ersten Buch, komplett hinter mir. Sehr schön. Und das muss ich auch mal wirklich als Anerkennung sagen für den Verlag. Da bin ich auch wirklich sehr stolz, der Schirner Verlag.
ist ein Verlag, der wirklich in dieser Szene viele Bücher auf den Markt bringt und wirklich was auch für seine Autoren tut. Das ist muss ich auch was. Sagen. Also auch die Schirner-Tage und so, das ist schon sehr, sehr lobenswert, absolut. Ich werde nochmal dieses Büchlein hier benennen, Reise in die eigene Vergangenheit. Wir werden es auch im Radio Lotusblüte vorstellen. Wir werden daraus aus einigen Kapiteln mal etwas lesen. Erwerben kann man es natürlich, insbesondere bei Schirner. Man kann natürlich auf deiner Webseite es sehen. Ich glaube, es gibt schon überall dann bestimmt auch bei Amazon. Die erste Auflage ist übrigens schon ausverkauft. Innerhalb von 5 Tagen war die erste Auflage ausverkauft. Bei Amazon, wenn man es überall kauft. Ja, oder über meine Webseite kann man es auch bestellen. Genau. Was ich vielleicht noch auch sagen möchte für die Zuhörer oder Zuschauer, die aus Österreich zuschauen, ich bin demnächst in Klagenfurt auf der Messe. Ah ja. Und dort kann man mich auch live erleben und da kann man mich auch fragen. Da gibt es eine Messe, die heißt Gesund und Glücklich. Termin steht hier irgendwo auf dem Flyer. Und auf dieser Messe bin ich dann und da kann man mir auch Fragen stellen. Sonst kann man es im Internet googeln. Gesund und Glücklich. Gesund und Glücklich gibt es eine Messe in Klagenfurt. Ich habe den Also ich lese hier nicht, schau du mal selbst. Okay, schauen wir mal. Hier bin ich in Klagenfurt. Ach da. Und zwar am 14.11. ist ein Montag und davor bin ich Freitag, Samstag, Sonntag auf der Messe. Das heißt 13., 12.11. Von 10.11. bis 13.11. bin ich auf der Messe in Klagenfurt, auf der Gesund und Glücklich. Und da kann man von mir natürlich auch Vorträge hören jeden Tag. Und man kann meine Bücher erwerben und was ganz interessant ist, ich signiere diese Bücher auch natürlich persönlich. Oh, das ist schön. Und man kann mich persönlich ansprechen, wenn man ein Thema hat. Das wollte ich noch sagen, das ist Gesund und Glücklich. Ich wollte gerade gucken, das Buch solltest du das mache ich selbstverständlich. Auch noch das finde ich ganz wichtig. Selbstverständlich mache ich das gerne. Das ist auch ganz sehr schön. Ja, noch mal etwas für unsere holländischen Freunde. Natürlich, hier seht ihr noch mal das Fingerbuch, würde ich es mal so benennen, ja, in Holländisch und ihr könnt es natürlich erwerben, auch wieder bei Reinhard Stengel. Ja, hier ist es sinnvoller über den holländischen Verlag. Also ist besser über den holländischen, der ist dann, wie heißt denn der? Oh, ich kann überhaupt kein Holländisch, gut bei selbst. Ich kenne diesen Verlag auch nicht, weil das meine Agentur macht, aber wenn ihr im Internet googelt, könnt ihr in den Verlag gehen und könnt es dort bestellen. Da gibt es auch eine ISBN-Nummer und eine Verlagsnummer, wenn man das so erkennen kann. Da kann man dieses Buch dann bestellen. Super. Und dieser Verlag wird sich natürlich auch freuen, wenn man dieses Buch liest. Und in Deutschland, in verschiedenen Verlagen, ist es ja ein Bestseller. Ja, auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dort auch so wird. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, wie ich schon sagte, hier Ulmen, die ganze Gegend für Kochen und was weiß ich nicht, ist natürlich sehr, sehr von unseren niederländischen Freunden begehrt. Und viele haben auch hier ihre festen Wohnungen und Häuschen, wo sie immer mal wieder ihre Urlaube verbringen. Und dafür ist es natürlich auch sehr, sehr schön. Ich weiß, dass wir auch in den Niederlanden sehr gut reflektiert werden. Mittlerweile auch schon hier von unseren touristischen Freunden. Das finde ich auch so schön, ja. Ja, ich habe ja immer wieder Schüler, die aufgrund von diesem Interview hier sich auch zu meinen Seminaren anmelden. Und es sind auch Schüler aus Holland da und Schüler aus Belgien, aus Frankreich und aus Italien, aus Österreich, der Schweiz. Also es kommen Schüler aus ganz Europa, würde ich sagen, die sich bei mir im Seminar anmelden. Und es ist natürlich schon so, dass man die Sprache verstehen sollte, die deutsche Sprache. Richtig. Aber vieles geschieht natürlich über die Intuition. Genau. Ich finde es natürlich auch ganz wichtig, du machst es gerade schon an, wir sind natürlich weltweit zu hören, logisch, und auch zu sehen. Und selbst über einen großen Teich, ich glaube, da hattest du auch schon mal Kontakte bekommen. Interessant war jetzt mein neulicher Kontakt aus Irland.
Aus Irland. Ja, aufgrund von diesem Interview, mit dem telefoniere ich ab und zu. Oh, wie schön. Und er hat es hier über Radio Lotusblüte gehört und schön. Er hat mich kontaktiert per E-Mail und dann haben wir uns geschrieben und jetzt haben wir schon zwei oder dreimal telefoniert. Wunderbar. Das ich glaube, aus Chile hast du auch mal. Chile habe ich auch schon Kontakt. Ja, es kommt eigentlich aus der ganzen Welt, kommen immer wieder Anfragen. Ja. Wir können natürlich auch anhand der Einschaltquoten, möchte ich mal hier so benennen, können wir natürlich wunderbar sehen, also wo wir überall erreichbar sind. Und das ist auch für uns immer sehr, sehr schön. Und wir fragen uns vor allen Dingen, wir sind auch sehr, sehr gut jetzt in Japan und China und ich hoffe, die sind alle deutschsprachig, ich weiß es nicht. Oh doch, es sind sehr viele, die deutsche Sprache sprechen, die ausgewandert sind und so ist es in Irland auch mit Kanada dieser. Kanada sind wir sehr gut vertreten. Auch. Ja, ich habe auch schon Anfragen aus Kanada, aus Australien. Das sind Personen, die ausgewandert sind, dort leben und natürlich auch die eine oder andere Frage haben und über das Fingerbuch natürlich fragen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, also ist auch hochspannend. Ja, es ist absolut, wirklich. Ja, Reinhard, hast du von deiner Seite noch etwas für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer? Vielleicht hast du noch etwas, was dir so selbst noch so auf dem Herzen brennt. Was könnte man als Botschaft für die Zuhörer und Zuschauer haben? Wichtig ist, glaube ich, und das wäre eine ganz wichtige Botschaft für alle. Wir Menschen, wir sollten uns daran gewöhnen, keine Erwartung zu haben, nicht zu werten, nicht zu urteilen und nicht zu verurteilen. Jeder Mensch besitzt eine andere Sichtweise. Und wenn wir lernen, uns mit diesem Geschehen auseinanderzusetzen, dass wir jeden so lassen, wie er ist, wir brauchen uns nicht mit ihm beschäftigen, aber wir können ihn so lassen, wie er ist. Und ich sage immer zu den anderen, ich gebe dir recht mit deiner Sichtweise. Meine ist eine andere. Und ich glaube, dann kann man vieles harmonischer gestalten, vieles ruhiger gestalten. Und wenn man an sich selber arbeitet und viele Blockaden löst, Schwüre, Eide, Gelübde, Versprechen, die Beziehung Geist des Geldes, die Beziehung zu sich selber, wenn man diese Blockaden löst, und von niemandem etwas erwartet, dann verändert sich dein Leben, weil du dann auf dein Bauchgefühl kommst. Genau. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die man als Schamane allen Menschen geben kann. Und solltest du ein Problem haben, scheue nicht, mir eine E-Mail zu schreiben. Schreib mir und telefonier mit mir. Du wirst sehen, ich kann dir in vielen Belangen eine Richtung aufzeigen. Das wäre so meine Botschaft. Ja, das waren natürlich ganz wunderbare Worte und ich denke, das ist auch sehr, sehr klar herübergekommen. Etwas, was ich immer wieder anwende. Ja, ich akzeptiere deine Meinung, meines eine andere. Das finde ich wunderbar. So lässt man alles im Raum stehen. Ganz exakt. Ohne den anderen verändern zu wollen oder herumzunörgeln. Und es ist einfach auch Ruhe und Frieden. Ich finde das auch gut. Ja. Schön. Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, lieber Reinhard. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Es ist was wieder so wunderschön, mit dir im Gespräch zu sein. Einfach, ich sage, es ist ja kein Interview, es ist einfach ein lockeres Gespräch. So sehe ich das. Sehr auch. Wissensreich, vor allen Dingen sehr, sehr lehrreich. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, bei allen Zuschauern, bei allen Zuhörern. Ich finde es einfach klasse, dass wir euch wirklich mit solch einem tollen Wissen immer wieder aufs Neue bereichern können. Und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr für euch das Richtige mitnehmt, ja? Und wenn ihr nicht mehr weiter wisst, ihr wisst, reinhard-stingel.de, einfach mal auf die Website schauen oder auf unserer Referentenseite von Reinhard Stengel und informiert euch, löchert ihn, er wird euch auf jeden Fall antworten. Garantiert. Ja? Versprochen. Ich sage jetzt Dankeschön, alles Liebe, bleibt uns weiterhin gewogen. Eure Sanara Angelika und mein Studiogast. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag und genießt jeden Tag, den ihr hier auf der Erde seid. Einen schönen Tag und Wiedersehen. Tschüss.